der Fozi war, glaube ich, so wie ich in der Hochschülerschaft. Kann das sein? Richtig, von dort her kennen wir einander, wobei er natürlich etwas... Aus der Ferne, er war natürlich deutlich später dort tätig als ich. Ich war zuvor dort tätig, aber wir kennen uns aus der Zeit, denn ich habe seinerzeit und aus heutiger Sicht ist das ja wirklich fast amüsant. Ich war der Pressereferent am Hauptausschuss der Uni Wien und derjenige, dem ich sozusagen unterstellt war als Pressereferent und wo ich versucht habe, ihm auch das Einmaleins des Journalismus ein bisschen beizubringen, der hieß Helmut Brandstätter. Ich glaube, kein Unbekannter, auch für Sie nicht. Und das ist aus heutiger Sicht wirklich eigentlich recht lustig. Aber zum eigentlichen Thema, das erste, ja, Verfahrensdauer. Ich kann nur sagen, dass eine Verfahrensdauer, wie wir sie zuletzt gehabt haben in den Verfahren Libro oder Weilein, einfach unerträglich ist, das ist selbstverständlich. Das ist einfach nicht akzeptabel. Das mag vielfältige Gründe haben, aber da muss man was dagegen tun. Ich muss nur in einem Punkt dem von Ihnen, Herr Kollege, zitierten Verteidiger im Weilen-Verfahren wirklich widersprechen. Ich will jetzt niemandem nahe treten, aber 2 Wochen Fernsehverbot in Österreich, das ist kein Straf. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass man das als Strafsanktion empfinden kann. Es ist kein Straf. Also, da muss man sich schon was anderes einfallen lassen. Meinen Sie denn mit der ORF, den ORF oder die Privatsender? Meinen Sie denn mit den ORF oder die Privatsender? Ich will mich jetzt besser nicht näher festlegen, bleiben beim Sachthema. Es ist zu lang, keine Frage. Und da muss man schon sagen, da muss man alles tun, um das einfach in Zukunft zu verhindern. Und wir sind ja drauf und dran, es ein Maßnahmenpaket auch in Begutachtung zu schicken. StPO-Reform beinhaltet ausschließlich, fast ausschließlich Maßnahmen, die dazu dienen, die Verfahrensdauer zu verkürzen. Das beginnt damit, dass wir rein organisatorisch, das ist bekannt, bei der WKStA dort eine Einheit geschaffen haben, inklusive auch der nötigen Dotierung mit Planstellen und entsprechend bewerteten Planstellen, sind praktisch nur noch Oberstaatsanwälte dort tätig, die sicherstellen, dass hier wirklich die dort anhängigen Verfahren, glaube ich, zumindest in angemessener Zeit auch abgeschlossen werden können. Die haben die Möglichkeiten dazu und das soll auch weiter ausgebaut werden. Und ich habe dort noch einen Vorteil. Jetzt nehme ich gleich ein zweites der Themen mit, das Sie angesprochen haben, zu Recht angesprochen haben. Die WKStA ist auch deshalb schneller, weil sie über hauseigene Sachverständige und Experten verfügt. Die sind im Haus tätig, permanent da. Das heißt, es muss der Akt zwecks Begutachtung durch einen Sachverständigen nicht das Haus verlassen. Das geht viel schneller. Und ich habe noch einen positiven Effekt, wenn es dann zur Verhandlung kommt bei Gericht, muss naturgemäß dann ein anderer Sachverständiger bestellt werden. Das heißt, es kann auch nicht passieren, was bisher oft ja der Fall war, dass ein Sachverständiger, der oft jahrelang für einen Staatsanwalt tätig war, dann plötzlich bei Gericht auch mit dem entsprechenden Anschein der völligen Unabhängigkeit tätig sein soll, wenn er doch jahrelang mehr oder weniger dem Staatsanwalt gedient hat. Das ist keine gute Optik und auch diesbezüglich wird sich in diesem Maßnahmenpaket einiges finden, bis hin zu zeitlichen Begrenzungen, die es geben soll, weil wir von einem ausgehen müssen. Die Judikatur des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, die hat sich verschärft. Wir haben bis vor kurzem sagen können, ja, Verfahrensdauer bis 10 Jahre ist durchaus tolerabel, das geht, das findet sich auch in der Literatur so, aber die Zeiten sind vorbei. Mittlerweile ist eine Verfahrensdauer von 6, 7 Jahren schon wirklich problematisch und man muss sie vermeiden. Es ist so. Die Judikatur hat sich hier verschärft und wir dürfen nicht vergessen, der MRK hat bei uns Verfassungsrang, wir sind daran gebunden und ich bin in der Pflicht. Ich muss alles tun, was ich tun kann, um auf gesetzlicher Ebene diese Verfahren zu verkürzen. Das tun wir auch und das ist daher ein ganz ein wichtiger Punkt. Wie gesagt, StPO-Reformpaket sollte eigentlich in dieser Woche noch in Begutachtung gehen. Wir hoffen, dass wir es vor dem Sommer auch beschließen können im Nationalrat. Dann müsste das mit 1. Jänner nächsten Jahres in Kraft treten. Sollte pro futuro wirklich dazu führen, dass die Verfahren deutlich kürzer werden und dass solche Ausreißer, und das sind leider Ausreißer, muss man auch sagen. Insgesamt ist nämlich die Verfahrensdauer in Österreich generell im Schnitt, wenn man es im europaweiten Vergleich sieht, durchaus herzeigbar. Nur wir haben einige wenige Ausreißer, weniger als 1% der Verfahren, die wirklich die gesamte Justiz halt negativ beeinträchtigen in der Reputation und daher muss man umso mehr tun, um sowas in Zukunft zu verhindern. 12 Jahre Libro ist einfach untragbar. Ich greife auch gerne Ihr Beispiel auf. Natürlich ist es dann höchst unbefriedigend, wenn nach so einer langen Verfahrensdauer, auch im Fall eines Freispruchs, im Endeffekt ein Verteidigerkostenbeitrag bezahlt wird vom Staat, der geradezu lächerlich ist im Verhältnis zu dem, was es an Aufwand bedeutet hat.
sich selbst zu verteidigen, wenn dann am Schluss ein Freispruch herauskommt und nur dann kriegt man ja diesen Verfahrenskostenbeitrag. Jetzt könnte ich natürlich sagen, wir haben den jetzt mit Wirkung vom nächsten Jänner, 1. Jänner, verdoppelt, aber das wäre eigentlich nicht fair, denn er ist immer noch dann in einem Bereich, der die echten Kosten weitem nicht deckt. Es ist so, wir sind da budgetär einfach an einen Rahmen gebunden, der sehr, sehr eng ist. Aber mir ist klar, da gibt es einiges zu verbessern und diese Verfahrensdauer ist mit Sicherheit nicht tolerabel und sie kann und wird uns auch in Schwierigkeiten bringen, wenn wir das nicht in den Griff kriegen. Denn wenn wir dann in Straßburg eine Beschwerde verlieren mit der Begründung, es gab eine überlange Verfahrensdauer, das kann auch einiges kosten, vor allem es kostet Reputation und das wäre schade, weil generell die Verfahrensdauer in der Justiz nicht so schlecht ist, wie diese wenigen Ausnahmefälle eigentlich den Eindruck erwecken. Das ist wirklich schade, dass es das gibt. Darf ich jetzt auf den Punkt fragen? Sie haben den Vorteil, ja, dass die Verfahren Libro und Weiland vor Ihrer Zeit passiert sind. In der Ära Brandstätter dauert ein Libro-Verfahren und ein Weiland-Verfahren künftig wie viele Jahre? Mit Sicherheit nicht länger, als es nach der aktuellen Judikatur des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte tragbar ist. Das würde bedeuten aus meiner Sicht, also wir müssen in diesen Extremfällen deutlich unter 10 Jahren bleiben. Es gibt natürlich immer wieder Fälle, wo man einfach sagen muss, da hat auch die Staatsanwaltschaft ein Problem, wenn sie etwa im Zuge eines Rechtshilfeverfahrens vielleicht 1, 2, 3 Jahre warten muss auf eine wesentliche Information von einem anderen Staat. Das mag passieren, aber das muss man dann auch entsprechend erklären und dokumentieren können. Aber soweit es jetzt die eigene Ingerenz betrifft, also das, was die eigenen Behörden tatsächlich tun können und müssen, dürfte es meines Erachtens Verfahren, die eben deutlich über 6, 7 Jahre dauern, einfach nicht mehr geben. Halbieren. Sie garantieren zu halbieren? Ja, garantieren kann ich gar nichts, aber letztlich... Sie arbeiten daran, es zu halbieren? Wir müssen alles einfach tun, um das zu verhindern. Und das ist unsere Verpflichtung und das ist in Wirklichkeit ja auch eine verfassungsrechtliche Verpflichtung. Darf ich eine Frage stellen an den früheren Strafverteidiger Wolfgang Brandstätter, den erfolgreichen Strafverteidiger Wolfgang Brandstätter, der eigentlich in allen Klammerosenkrausern von Telekom über Hypo als Fachexperte angezogen wird, weil er offenbar wirklich gut ist. Muss man den Strafverteidigern vielleicht ein paar Instrumente aus der Hand nehmen, um die Verfahren etwas zu beschleunigen? Eigentlich muss man das gar nicht. Die Instrumente, die es jetzt gibt, sind rechtsstaatlich geboten. Ist mir klar, worauf Sie anspielen, nämlich auf die Möglichkeit, mit Rechtsmitteln, Rechtsbehelfen, Verfahren hinauszuzögern. Ich sehe diese Gefahr nur sehr, sehr bedingt. Man kann Verzögerungen erreichen, das mag schon sein, mit Rechtsmitteln, die in Wahrheit nicht fundiert sind. Aber Sie dürfen nicht vergessen, letztlich ist auch der Strafverteidiger, wenn er das Beste für seinen Mandanten herausholen will, darauf angewiesen, dass er auch als Verteidiger durchaus ernst genommen und als seriös empfunden wird. Und wenn jemand jetzt nur in der Meinung, er würde seinem Mandanten damit helfen, auf Verzögerung setzen wollte und nur ein Rechtsmittel am anderen macht, dann wird er die Erfahrung machen, dass relativ rasch darüber nämlich negativ entschieden wird. Er wird nicht so viel Verzögerung erreichen, aber wird in der Sache nach meiner festen Überzeugung seinem Mandanten nichts Gutes tun. Das glaube ich schon, dass man das so sagen kann. Der zweite Punkt war, glaube ich, Untreue versus Risiko. Wie kann man sozusagen diese Unschärfe, wenn jemand sozusagen ins Risiko geht und dann bei Untreue landet? Ja, das war natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, der da erwähnt wurde, dass wir im Wirtschaftsstrafrecht speziell bei der Untreue eine gewisse Unsicherheit haben. Sie haben ja noch mehr genannt, nämlich auch Bilanzfälschung. Ich fange vielleicht mit dem an, was das Einfachste ist. Wir haben einen fertigen Entwurf für einen neuen Tatbestand gegen die Bilanzfälschung, der aber wirklich eingeschränkt ist auf das, was den Namen Bilanzfälschung verdient, also auf wirklich manipulatives Vorgehen und der eben nicht so weit formuliert ist wie der jetzige Tatbestand. Ich habe es ja selber erlebt, bei einer Fachtagung vor ungefähr 10 Jahren war das, als einer der führenden Experten auf dem Gebiet, Ihr Berufskollege, der Professor Keppert, der gemeint hat bei dieser Tagung, na, eigentlich gibt es nie eine wirklich immer hundertprozentig richtige Bilanz, da gibt es immer einen Spielraum. Gleichzeitig haben wir immer noch den Tatbestand, der eigentlich von der Formulierung her klarstellt, dass eine Bilanz, von der der Verantwortliche es nur für möglich hält und sich damit abfindet, dass sie falsch ist, dass das bereits zur Strafbarkeit führt. Auch wenn die Strafdrohung natürlich lächerlich gering ist, mit 1 Jahr maximal, da
kann nichts wirklich Schlimmes passieren. So ist doch eines klar, dieser Tatbestand verfehlt seinen Zweck. Er kann die Spreu vom Weizen nicht trennen. Was wir brauchen, ist einfach im Sinne von mehr Sicherheit, Berechenbarkeit und Bestimmtheit im Wirtschaftsstrafrecht eben diesen neuen Tatbestand. Der ist viel enger gefasst, trennt die Spreu vom Weizen, natürlich auch in Verbindung mit einer entsprechenden Erhöhung der Strafdrohung. Das macht auch Sinn. Das heißt, wir wollen das einschränken auf die Fälle, die wirklich strafwürdig sind. Das bedeutet, Bilanzfälschung, die diesen Namen verdient, das heißt, dass wirklich manipulative Falschdarstellung, bewusste Falschdarstellung in Bilanzen, die soll jetzt bestraft werden in schärferer Form mit einer Strafdrohung von, ist noch in Diskussion, wahrscheinlich maximal 3 Jahren, das ist vernünftig. Das heißt, wir schränken ein im Sinne der besseren Treffsicherheit auch des Wirtschaftsstrafrechts auf das, was wirklich strafwürdig ist, und da gehen wir mit der Strafdrohung hinauf, und wir machen einen zentralen Tatbestand daraus im Strafgesetzbuch. Das ist momentan gerade auch im Rahmen dieser Expertengruppe STGB 2015 in Diskussion. Das heißt, wir wollen ja 2015 anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des STGB, wollen wir ja einiges ändern, und da ist das jedenfalls dabei. Was die Untreue betrifft, ist noch nicht ganz klar, wohin uns die Reise führt. Ich kann Ihnen nur sehr vorsichtig meine eigene Meinung dazu sagen, weil diese Expertengruppe STGB 2015, die ich von meiner Vorgängerin übernommen habe, sich auch ausarbeiten hat zu Recht. Sie will da einfach zu ihren Expertisen gelangen, ohne Einflüsse von außen, auch nicht durch Einfluss von mir, das verstehe ich schon. Aber grundsätzlich muss man schon sagen, dass auch im Bereich der Untreue diese Verunsicherung, die es in der Wirtschaft gibt und die Sie ja als Profis natürlich auch kennen, dass man die schon ernst nehmen muss und dass man die schon beseitigen sollte. Und ich greife das auf, was Sie gesagt haben, das war goldrichtig. Es macht doch einen riesen Unterschied, auch rein kriminologisch und vom Unwert des Verhaltens her, ob jetzt jemand seine Befugnisse missbraucht, in der vielleicht irrigen Meinung, ich muss jetzt meine Kompetenz überschreiten, weil ich weiß nicht, aus Zeitgründen den Aufsichtsrat nicht fragen kann, aber fürs Unternehmen ist gut, wenn ich das mache, und dann geht das schief. Und er hat nie die Absicht gehabt, sich persönlich zu bereichern. Und dem Fall, wo man wirklich sagen muss, da hat jemand seine Befugnisse missbraucht, auch zum Zweck der persönlichen Bereicherung. Wir haben ja noch, und insofern hat sich die Judikatur der Untreue da wirklich weiterentwickelt in eine bestimmte Richtung, die jetzt diese Verunsicherung erzeugt hat. Wir haben noch in den 90er Jahren, haben wir noch bei den Studenten immer gesagt, damit sie die Untreue und das Wesen der Untreue besser verstehen, haben wir immer gesagt, das war auch in der Literatur so, also ich will jetzt keinen Berufsstand nahe treten, aber man hat immer gesagt, das ist das typische Hausverwalterdelikt. Ne? Damit man sich das vorstellen kann, plastisch der Hausverwalter, der für die Wohnungseigentümer oder für die Mieter einen Professionisten beauftragt und der dafür unter der Hand halt eine Provision kriegt, die er natürlich auch nicht versteuert und die eigentlich dem Auftraggeber weitergegeben werden müsste. Das kann man nicht als Risikoüberschreitung interpretieren. Das ist richtig, sondern da geht es in Wahrheit um persönliche Bereicherung, und das war auch immer der klassische Fall der Untreue. Das Problem ist nur, dass der Tatbestand als solcher dieses Erfordernis, diese Strafbarkeitsvoraussetzung der persönlichen Bereicherung nicht mehr enthält. Und das ist passiert, ich sage wirklich passiert, im Jahr 1964 beim ersten Antikorruptionsgesetz. Da hat man aufgrund einer Anlassgesetzgebung einfach dieses Erfordernis der persönlichen Bereicherung beim Täter hat man aus dem Tatbestand gestrichen. Und seitdem gibt es eben dieses Erfordernis der Strafbarkeit im Tatbestand nicht mehr. Und die Judikatur hat einfach sich in die Richtung entwickelt, dass ein Befugnismissbrauch, der zu einem Schaden führt, ohne dass eine persönliche Bereicherung im Spiel ist, auch diesen Tatbestand erfüllt. Und bei entsprechend hoher Schadenssumme, über 50.000 Euro, habe ich ja schon 1 bis 10 Jahre Strafdrohung, kann es relativ leicht passieren, dass ein Manager, der sich einfach massiv im Risiko verschätzt und seine Pouvoir-Grenzen überschritten hat, dass der durchaus hohe Strafen bekommen kann, weil das zweite Strafbarkeitsfilter, der Schädigungsvorsatz, hat ja nur als Voraussetzung die niedrigste Vorsatzform, also Eventualvorsatz. Man muss es nur für möglich halten und sich damit abfinden, dass man dadurch einen Schaden herbeiführt. Und deshalb ist das Untreue-Delikt in den letzten Jahren durch die Judikatur eigentlich auch etwas anderes geworden. Also von dem Typus Hausverwalter-Delikt, Hausverwalter-Untreue, hat sich entwickelt zum Typus Delikt für Banker zum Beispiel, für Bankmanager, für Manager von größeren Unternehmen, die einfach im Rahmen ihrer Befugnisse auch Entscheidungen treffen müssen, mit denen auch immer gewisse Risiken verbunden sind. Und damit in Verbindung natürlich eine entsprechende Verunsicherung, weil die Strafen sind sehr, sehr hoch. Und das geht ja in viele Bereiche hinein, wo man es zuerst gar nicht vermuten würde.
Die Judikatur sagt seit nicht allzu langer Zeit, eigentlich darf der Bevollmächtigte, also der Manager, immer nur das tun, was im Interesse des Unternehmens liegt. Alles andere darf er nicht. Jetzt beginnen schon die ersten Probleme. Darf er dann zum Beispiel noch Forderungen, die es gegen das Unternehmen gibt, erfüllen, obwohl sie verjährt sind? Darf er dann eigentlich nicht mehr. Nicht? Die viele Manager sagen dann, na gut, da gehe ich lieber auf Nummer sicher, ich zahle nicht mehr das, was ich im Namen der Republik zahlen muss, ich lasse mich glauben. Was natürlich auch nicht sinnvoll ist, nicht? Weil es natürlich unnötige Nebenkosten erzeugt. Oder wie ist das, wenn bei einem Großbauvorhaben eines der Bauunternehmen plötzlich insolvent zu werden droht und jetzt dann den Auftraggeber herantritt und sagt, ja, lieber Auftraggeber, wenn ich keine Vorauszahlung kriege für meine weiteren Bauleistungen, dann werde ich leider Insolvenz anmelden müssen, dann steht die Baustelle für einige Monate. Für den Auftraggeber eine Katastrophe. Dann gibt es Fälle, wo es für den Auftraggeber natürlich besser ist, er leistet diesen Vorschuss und die Baustelle läuft weiter. Also tut es nicht, nur wenn er den Vorschuss leistet und dann geht das Unternehmen erst recht in Konkurs, dann kann er relativ leicht mit der Strafbarkeit wegen Untreue konfrontiert sein. Also das waren nur zwei Beispiele, die durchaus, glaube ich, wirtschaftsnah zeigen, wie gefährlich dieser Tatbestand geworden ist. Lässt sich da logistisch was machen oder ist das sozusagen, bleibt es im Bereich der Unschärfe oder, na, oder muss man hier mehr Gutachter heranziehen? Also, nein, mehr Gutachter brauchen wir da sicher nicht. Wir brauchen nur die Erfahrungswerte aus der Praxis, das ist ganz wichtig. Man muss einfach mit den Betroffenen reden, dann weiß man schon, wo der Schuh drückt. Und ich habe schon den Eindruck, das ist wirklich meine persönliche Meinung, weil ich diese Arbeitsgruppe nicht vorgreifen will. Ich habe wirklich. Aber Sie arbeiten daran. Wir arbeiten daran und ich glaube, wenn ich das so sagen darf, zurückkommend auf das, was Sie gesagt haben, Sie haben mir den Weg vorgezeichnet. Ich glaube, dass man diesen Unterschied, den es kriminologisch gibt, unbestreitbar zwischen dem, der die Befugnis überschreitet und sich aber nicht persönlich bereichert dadurch, und dem, der das aber sehr wohl tut, nämlich auch auf persönliche Bereicherung aus ist, dieser Unterschied sollte zumindest in einer unterschiedlichen Strafdrohung zum Ausdruck kommen. Daran arbeiten wir und das würde ich mir vorstellen. Also ich hätte schon gerne auch in dem Bereich Änderungen und zum Thema Sachverständigenproblematik kommen. Änderung perspektivisch heuer 2015, 2016? Nein, wir wollen das auf jeden Fall 2015 über die Bühne bringen, weil wir ja das Jubiläum bei dieser Gelegenheit auch waren. Alles klar. Nächster Punkt war Gutachter, der gleiche im Vorverfahren wie, also der Gutachter des Staatsanwalts ist der gleiche wie beim Richter. Ja. Ist kein wünschenswerter Zustand im StPO-Reformpaket, das wir eben jetzt noch vor dem Sommer beschließen wollen, ist dazu einiges drin, was diese Problematik entschärfen sollte, glaube ich schon. Das letzte war, glaube ich, Überschreitung des Arbeitszeitgesetzes am Beispiel von Richter Schütz am AKH. Ja, das betrifft natürlich in Wahrheit Verwaltungsstrafrecht, aber da haben wir das Problem, dass durch das Kumulationsprinzip ja mehr oder weniger die einzelnen Strafen kumuliert werden. Es gibt gute Gründe, dieses System der Kumulation der Einzelstrafen im Verwaltungsstrafrecht verfassungswidrig zu halten. Mir hat es ehrlich gesagt auch nicht gefallen, aber dadurch kommst du diesen relativ hohen Strafen in diesem Bereich. Aber wie gesagt, das ist an sich Verwaltungsstrafrecht, dafür bin ich nicht einmal zuständig, aber insofern habe ich jetzt ein bisschen nur die jeweilige Sachmaterie, um die es geht, also im konkreten Fall Arbeitszeit, das ist Sozialministerium. Ja. Gut, dann wollen wir ein bisschen das Kaminfeuer hier anzünden. Ja. Und zum Kamingespräch übergehen, das was an sich die Einladung hier war. Ja, ich möchte noch mal anfangen. An sich, Sie würden, glaube ich, vor einem Jahr, wenn Sie da unten gesessen, hätten Sie hier einen Politiker angehört, hätten Sie gedacht, naja, das könnte, was er so sagt, ist immer nicht, sehe ich anders. Wie geht es Ihnen, der jemand, der, jetzt sind Sie es, glaube ich, 57, mit 57, fast, pardon, nicht ganz, pardon, ja. Jahrgang, ja. 7, Jahrgang 57, ja, das stimmt. Und haben sozusagen vom Berater, vom anerkannten Uniprofessor, Strafverteidiger, Zeitungsleser, Staatsbürger in die Politik gewechselt. Sind Sie ernüchternd oder gar erschüttert oder sind Sie auch freudig überrascht von manchen Dingen, die Sie hier erleben? Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, die Tätigkeit mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Haus macht wirklich Freude, weil wir was gestalten können, trotz aller Hindernisse und budgetären Engpässe, die es gibt. Und ich habe, das muss ich schon sagen, das nicht als einen bewussten Wechsel in die Politik verstanden. Ich bin ja irgendwie im Fach geblieben. Da habe ich jetzt die Möglichkeit, hier auch mehr zu tun und mehr zu gestalten. Ich bin natürlich auch in einem Alter, wo man sich einfach das auch unter dem Aspekt überlegt, na, wie lange könnte man sowas überhaupt noch machen. Es hat sich eben eine Konstellation ergeben, wo ich den Eindruck hatte, es bietet sich eine Chance, die vielleicht in den letzten Jahren
nie da gewesen ist, nämlich dass man als Justizminister das Vertrauen beider Koalitionspartner hat. Deshalb habe ich ja immer gesagt, sag es weiterhin, ich kann das auch nur machen, wenn und solange ich das Vertrauen beider Koalitionspartner habe. Beider Koalitionspartner. Selbstverständlich habe ich immer so gesagt, das ist auch weiterhin so. Und das hat mich in der Überzeugung bestärkt, dass es einen Versuch wert ist. Noch dazu, das muss ich auch sagen, wo ich ja wirklich, was die berufliche Absicherung betrifft, eigentlich privilegiert bin. Ich kann morgen wieder zurück an die Wirtschaft. Sie sind karenzierter Professor. Ich bin ex lege karenziert. Wenn Ihnen auf die Nerven gehen, sagen Sie L. und gehen zurück. So würde ich es wohl nicht machen, aber letztlich gibt es schon auch Situationen, wo man sich überlegt, mein Gott, soll man es nicht doch versuchen, um vielleicht auch einen Beitrag dazu zu leisten, dass halt sich Dinge vielleicht auch, wenn auch nur aus subjektiver Sicht, zum Positiven verändern. Das war schon auch meine Motivation. Dazu kam noch eine ganz persönliche, das gebe ich auch gern zu. Ich habe auch daran gedacht, dass mein Vater durfte nicht Jus studieren, weil er in der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur als unverlässig galt. Das war auch aus deren Sicht, daher hat er einen Studienplatz nicht bekommen, also effektives Studienverbot gehabt für Jus, wollte immer Jus studieren und dann später waren die Kinder da und da habe ich mir schon gedacht, mein Gott, der eigene Vater durfte nicht Jus studieren und ich habe die Chance, Justizminister zu werden in einem Land und in einer Koalition, die vielleicht auch in der jetzigen Situation aus meiner Sicht nicht nur gefordert, sondern auch sinnvoll ist, denn ich verdanke meinem Vater auch die Erkenntnis, dass wir uns vielleicht historisch vieles erspart hätten, wenn das sozialdemokratische und das christdemokratische Lager in der Zwischenkriegszeit näher zueinander gefunden hätten. Also wenn Sie so wollen, ich bin auch ein Vertreter der Zusammenarbeit auf breitestmöglicher Basis und davon bin ich einfach überzeugt, dass es Sinn macht, das zumindest zu versuchen. Ja, wie leben Sie damit, dass die Zusammenarbeit auf breiter Basis eigentlich im Moment auf weniger Applaus stößt? Also wenn man in die Menschen hineinhört, wenn man Zeitungskommentare liest, also der Applaus für diese rot-schwarze Regierung ist enden wollend. Stillstand, bringen nichts weiter, treten auf der Stelle, haben keine Mehrheiten mehr. Sie haben recht, dass das die Wahrnehmung ist und das ist uns auch alles andere als egal. Man könnte jetzt sagen, die Regierung ist besser als ihr Ruf, aber das ist keine Kunst. Wir wissen, dass wir keine Mehrheit haben. Ich meine, ja, im Parlament schon, aber das hilft nichts. Ja. Aber bei den Menschen, glauben Sie, ist das Vertrauen im Moment unter 50%? Ich fürchte ja. Was insofern schade ist, als durchaus, soweit ich das beurteilen kann und für meinen Bereich auf jeden Fall, da geht schon was weiter. So ist es nicht und da wird ernsthaft gearbeitet. Also ich darf Ihnen schon sagen, ich meine, ich habe mich scherzhaft nach wenigen Tagen schon bei meinem Vizekanzler, der mich sozusagen vorgeschlagen hat, schon einmal scherzhaft beschwert, habe gesagt, na bitte, lieber Michael, die Funktion artet aus in echte, knochenharte Arbeit. Und das ist es auch geblieben, das ist es auch weiterhin. Also da muss man schon eigentlich sich voll einbringen und das tun wir auch. Warum das so negativ wahrgenommen wird, das hat sicherlich vielfältige Ursachen. Wahrscheinlich können Sie als Medienexperte das besser beurteilen als ich. Es hat, glaube ich, begonnen mit Dingen, die auch kommunikationstechnisch sehr ungünstig waren. Das habe ich noch als einfacher Staatsbürger und Medienkonsument wahrgenommen. Wenn ein Budgetloch zuerst 40 Milliarden ausmacht und dann einigt man sich auf die Hälfte, das muss zu einem gewissen Vertrauensverlust führen. Das verstehe haben Sie es verstanden intern? Sie waren näher dran wie wir alle am Budgetloch. Nicht, überhaupt nicht. Nein, also das waren da die Vorgeplänkel, nicht? Also da ging es um die Frage, wie hoch ist das Budgetloch? Da war keine Rede davon, dass ich jemals in so eine Funktion kommen könnte, überhaupt nicht. Ich muss dazu sagen, ich kenne den Herrn Vizekanzler seit Jahrzehnten, weil wir beruflich Kollegen waren. Er war so wie ich Strafrechtsassistent am Institut für Strafrecht der Uni Wien, da habe ich ihn kennengelernt. Und mein Gott, da kennt man sich aus einer Zeit, wo man Tür an Tür sitzt, das durchaus längere Zeit hindurch. Und da gibt es eine Vertrauensbasis, die ist völlig unabhängig von allem, was sich politisch ereignet hat oder ereignen könnte, das muss ich schon sagen. Also das war so mein Zugang und natürlich haben wir oft gesprochen auch über den juristischen Bereich, über die Politik, aber nie darüber, dass ich diese Funktion wahrnehmen könnte oder gar sollte. Das hat sich dann offenbar an einem bestimmten Punkt in die Richtung entwickelt, weil auch der Koalitionspartner das offenbar sehr positiv gesehen hat und das war einfach dann der Punkt, wo ich irgendwo vor der Entscheidung stand, naja, versuchst du das oder versuchst du das nicht. Ich meine, letztlich
wäre es für mich der bequemere und einfachere Weg gewesen, einfach zu sagen, nein, ich habe jetzt, so war es ja auch, ein Forschungssemester vor mir, nicht? Das heißt, ich bin dadurch auch an der Wirtschaftsuni nicht unmittelbar abgegangen, weil eh geplant war, dass ich in diesem jetzigen Semester nicht da bin. Ich hatte geplant schon eine Reise zum River Quay, weil ich mir die Brücke Wärme anschauen wollte, die da so berühmt ist, und war einiges geplant, was ich dann eben nicht tun konnte, aber letztlich, nein, ich bereue das wirklich nicht, weil die Gestaltungsmöglichkeit trotz aller Nachteile, die man natürlich in der Politik in Kauf nimmt, das ist schon klar, letztlich nach wie vor überwiegt doch ja schon. Aber Sie sehen ja nicht, den Bereich, den der Kollege zu Recht kritisch angesprochen hat, da können wir jetzt schon was bewegen. Und so mühsam es ist, die Mühen der Ebene, die gibt es, da haben Sie schon recht, gerade natürlich auch in einer großen Koalition, ja, aber letztlich ist es immer möglich gewesen, eine vernünftige Kompromisslösung zu finden. Also ich kann mich da eigentlich auch nicht beklagen, so mühsam es auch sein mag im Detail. Okay, aus dem Forschungssemester werden es ein paar Forschungsjahre in der Politik. Ja, wenn Sie so wollen. Helfen Sie uns ein bisschen reinzuschauen in diese Forschungsjahre. Es ist Montagnachmittag, das ist an sich der Zeitpunkt, wo, glaube ich, die Regierungsmitglieder sich in den Fraktionssitzungen treffen. Nein. Wie ist das bei Ihnen? Sie sind parteifreier Minister. Ja. Sie gehen nicht zur Fraktion der ÖVP oder hören Sie hinterher, was los war? Oder? Nein, es ist schon so, dass man Kontakt hält, natürlich, das muss man auch. Aber ich habe also diese klassischen Parteitermine in dem Sinn habe ich nicht, ja, das ist richtig. Aber den Kontakt zu den Parteien und zu ihren Exponenten muss man schon halten, weil sonst rutscht man ja aus mit den eigenen Vorhaben, man muss ja auch letztlich die Mehrheiten im Parlament organisieren. Und das bedeutet natürlich Diskussion, Auseinandersetzung mit allen, die halt hier eingebunden werden müssen und konkret so zuletzt auch mit einer Oppositionspartei oder eigentlich mit allen Oppositionsparteien, weil wir für ein bestimmtes Gesetz, nämlich für die rechtliche Sanierung der Bezirksgerichtszusammenlegungen, brauchen wir eine Verfassungsmehrheit und da sind wir in Gesprächen mit der FPÖ und mit den Grünen und überhaupt habe ich regelmäßig Gespräche auch mit den Justizsprechern aller Parteien. Das ist schon wichtig. Es gibt ja die Tradition im Justizressort sozusagen einen Allparteienkonsens zu suchen. Ist das in all den Bereichen, die Sie jetzt vorhaben, möglich oder ist das eher eine Fata Morgana? Versuchen tun wir es. Wir haben es zuletzt geschafft, letzte Woche mit dem Auslandsunterhaltsgesetz. Da haben wir wirklich eine Einstimmigkeit gehabt. Aber es wird nicht immer schwieriger, das muss man schon klar sagen. Natürlich gibt es immer wieder auch parteipolitische Profilierungsnotwendigkeiten, sage ich jetzt, die natürlich dazu führen, dass halt bestimmte Themenbereiche von vornherein konfliktisch gesehen werden von Seiten der Oppositionspartei. Ich meine, ein konkretes Beispiel, für das ich gar nichts kann, nicht? Ich brauche dringend die Verfassungsmehrheit, um ein geradezu absurdes Verfassungsgesetz des 1920 aufheben zu können oder aufheben lassen zu können. Aber die Grünen werden dem nie zustimmen, weil die sagen, für uns ist wichtig, dass wir den Untersuchungsausschuss kriegen und dass wir das Minderheitenrecht im Untersuchungsausschuss bekommen. Und wenn man das dann nicht miteinander verquickt, wird es schwierig. Wobei ich sofort auch Ihnen dazu sagen würde, dass das Minderheitenrecht auf Einsetzung des Untersuchungsausschusses für mich, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, völlig logisch ist. Das wäre für mich überhaupt kein Thema. Aber ich bin für das Minderheitenrecht des Ausschusses. Auf Einsetzung des Ausschusses, selbstverständlich. Ja. Natürlich, alles andere macht ja keinen Sinn. Also da bin ich ohnehin dafür zu haben. Aber trotzdem werde ich bei den Grünen da keine Unterstützung kriegen, obwohl das Gesetz, um das es geht, wenn ich das nur kurz erläutern darf, etwas völlig Überholtes ist. Ich meine, die Gerichtszusammenlegungen seit den 90er Jahren sogar haben einfach dieses Gesetz offenbar nicht wahrgenommen. Es war totes Recht. Dieses Gesetz aus 1920 besagt, dass sich die Grenzen von Gerichtsbezirken und Bezirken der Bezirksverwaltungsbehörden nicht überschneiden dürfen. Das sogenannte Schneideverbot. Der Hintergedanke kann damals nur gewesen sein, wir sind im Jahr 1920, dass man daran gedacht hat, vielleicht legen wir das wieder irgendwann einmal zusammen. Heute völlig undenkbar. Die Trennung von Gerichtsbarkeit und Verwaltung ist so in den Köpfen verankert, Gott sei Dank, und auch der wichtige rechtsstaatliche Grundsatz, das völlig absurd wäre. Das ist ja auch der Grund, weshalb dieses Schneideverbot eigentlich in Vergessenheit geriet. Und jetzt ist es aber im Zusammenhang mit einer Gerichtszusammenlegung, die noch unter meiner Vorgängerin beschlossen wurde, aufgepoppt, weil eine Richterin sich geweigert hat, 15 Kilometer zu pendeln im Rahmen ihrer Tätigkeit. Sie hat das eben angefochten, diese Regelung der Zusammenlegung und der Verordnungsgefahr gesagt, ja, es ist zwar dieses Gesetz aus 1920 aus heutiger Sicht nicht wirklich
sinnvoll und war damals wahrscheinlich auch nicht sinnvoll, aber es ist so. Da ging es nur um eine der Kutschenfahrten zu erreichen, also eine Tageskutschenfahrt, oder? Naja, das war die StPO 1852, die beinhaltet hat die Regelung, dass die Gerichtsstruktur in Österreich so sein soll, dass ein Bauer mit seinem Ochsenkorn innerhalb eines Tages von seinem Bauernhof zum nächsten Gericht, das für ihn zuständig ist, gelangen kann und wieder retour. Da haben Sie völlig recht. Nur, ich muss ehrlich sagen, wenn wir schon darüber reden, wenn man heute den Ochsenkorn ersetzen würde durch ein Mittelklasseauto, dann bin ich natürlich bei viel größeren Gerichtssprengeln, die ich persönlich nicht will. Ich würde das nicht haben wollen, weil ich der Meinung bin, gerade Vertrauen in die Justiz setzt voraus, dass die Justiz auch für den Staatsbürger noch wahrnehmbar ist. Also diese Lösung der sogenannten Eingangsgerichte, wo ich praktisch die gesamten bezirksgerichtlichen Strukturen mehr oder weniger auflöse, das hielte ich für einen schweren Fehler. Ich mache das daher auch sicher nicht. Es geht nur darum, dass man in einigen Bereichen wirklich zu Einheiten kommt, die eine bestimmte Mindestgröße haben müssen, aus ganz banalen Gründen. Ich brauche wenigstens 3-4 Richter, damit über Mittag ein durchgehender Betrieb sichergestellt ist, damit sich die Sicherheitseinrichtungen orientieren, damit ich das dem Staatsbürger und dem Steuerzahler auch zumuten kann und damit ich auch eine entsprechende Serviceleistung dem Bürger gegenüberbringen kann. Das schaffe ich nicht mit einem einspännigen Gericht, mit einem Gericht, das ist sinnlos. Ja. Da gab es ja zum Teil, nein, jetzt gibt es das nicht mehr, da gab es ja Gerichte, wo dann oft erzählt draußen war, nicht, bitte läuten oder heute geschlossen, weil der Richter krank ist, nämlich ist mir sehr absurd, das kann man ja einfach nicht mehr akzeptieren. Und darum geht es. Das heißt, man braucht eine gewisse Mindestgröße, aber die ist nicht allzu hoch anzusetzen. Und wenn wir das haben, österreichweit, wir haben es noch nicht ganz, dann wäre ich voll auf zufrieden. Ich möchte nur ein bisschen auf die Person Wolfgang Brandstätter kommen. Sie sind CVer in der gleichen Verbindung mit der Vizekanzler, Norica. Was ist Ihr Verbindungsname? Gibt es bei der Norica, gab es jedenfalls damals bei der Norica nicht. Man muss dazu sagen, die Norica ist eine CV-Verbindung, das stimmt. Aber sie war immer ein bisschen aus der Art schlagend, als bestimmte Dinge, die man typischerweise mit dem CV verbunden hat, eben dort nicht gab. Also Couleurnamen, also ich habe keinen, ja, war nicht mehr üblich zu meiner Zeit. Dann die Kommerse und diese Formalismen gab es auch nicht zu meiner Zeit. Das war auch genau das, was mich durchaus angezogen hat, weil die Norica war auch die erste Verbindung, die Mädchen ja als vollwertige Mitglieder aufgenommen hat, damals sogar riskiert hat, dass sie als Verbindung aus dem ÖCV ausgeschlossen werden könnte. Das haben wir aber damals riskiert. Ich war damals durchaus dabei, als es darum ging, halt diese eigentlich aus heutiger Sicht erstaunliche Reform durchzudrücken. Das weiß ich noch und das war auch damals der Michael Spindlerecker dabei und einige andere noch, die das maßgeblich halt auch befürwortet haben. Und halt ist es selbstverständlich, halt ist es auch kein Thema mehr, dass selbstverständlich auch Frauen natürlich auch Mitglied des Verbandes sein können, natürlich. Ja. Und wir haben damals Mitte der 80er Jahre, ich will nicht sagen darum gekämpft, aber wir haben uns massiv dafür eingesetzt und dazu stehe ich auch. Und insofern hatte ich also mit dem, wofür die Norica als Verbindung steht, nie auch nur die geringsten Probleme. Für mich war es interessant, weil ich kam ja damals aus der Provinz und es gab Diskussionsveranstaltungen bei der Norica zum Beispiel auch mit führenden Exponenten der Sozialdemokratie damals, absolut. Das war eine sehr offene Verbindung und das hat mir durchaus gefallen. Also das ist nicht gleichzusetzen mit dem, was man üblicherweise. Nein, in jeder Zeit, in den 70er, 80er Jahren, stand der CV noch im Ruf, die fünfte Kolonne der SPÖ zu sein zum Teil. Haben Sie jene andere Partei wie die ÖVP gewählt? Also da berufe ich mich jetzt natürlich aufs Wahlgeheimnis. Es wäre nicht gut, wenn man das bricht, auch nicht bei solchen Gelegenheiten. Daher glaube ich, sollte jeder eigentlich dieses Recht auch ernst nehmen. Daher möchte ich das auch Ihnen gegenüber bei aller Freundschaft und Verbundenheit nicht deklarieren. Spielt der CV im intellektuellen Leben der ÖVP noch eine Rolle oder ist er nur mehr eine Kader- oder eine Personalreserve, wo man halt hineingreift, wenn man vertraute Gesichter um sich haben will? Also da müsste ich jetzt, also mein Nachdenken zeigt Ihnen, dass es offenbar nicht so ist, dass er eine große Rolle spielt. Ich habe den Herrn Vizekanzler. Naja, wissen Sie, ich habe ihn auch dort schon kennengelernt, aber wirklich näher kennengelernt habe ich ihn in Wahrheit durch den beruflichen Kontakt, weil wir einfach Tür an Tür Assistenten waren. Das hatte mit dem CV überhaupt nichts zu tun. Also, dass man natürlich durch diese Kontakte dann Leute kennenlernt, auf die man dann, wenn man meint, man könnte sie da sinnvoll in einen bestimmten Bereich auch einsetzen, dass man auf die zurückgreift,
scheint mir nicht unlogisch, aber also ich habe es, das muss ich Ihnen ehrlich sagen, ich habe es eigentlich nicht so wahrgenommen, dass das irgendeine eine Rolle spielen könnte. In Ihrem Kabinett sind wie viele zuvor? Da muss ich jetzt nachdenken. Also ich habe zum Beispiel, das wird mir niemand glauben, aber es ist so, bei meinem Kabinettschef erst im Nachhinein erfahren, dass er beim Kartellverband ist, hat mich auch nicht gestört, ich habe es vorher nicht gewusst. Ja. Also es spielt absolut keine Rolle, darf ich Ihnen versichern, wirklich, ja. Es ist wirklich so. Ja. Also das ist, für mich war es wirklich kein Kriterium und ist es auch jetzt nicht. Wenn man dann wahrnimmt, dass jemand beim Kartellverband ist, und vielleicht auch bei der Norica ist, das ist ja das Typische für die Norica, dass sie untereinander sich ja nie kennen, dass sie so schlamperte CVer sind, ja, und darauf kein Wert legen, dann ist das vielleicht etwas, was das Vertrauen einmal prima vista verstärkt. Das muss ich schon sagen, weil man dann das Gefühl hat, na gut, da gibt es offenbar dieselbe grundsätzliche Werthaltung, aber das ist es auch schon. Das heißt noch lange nicht, dass das auch dazu führt, dass man dadurch, durch die bloße Mitgliedschaft zu so einer Vereinigung, irgendwelche Eigenschaften oder Fähigkeiten substituieren könnte, die man einfach braucht. Sie haben selber am Beginn erwähnt, dass Sie sehr früh mit der Politik in Berührung gekommen sind als Student. Da waren Sie in der Hochschülerschaft, also Pressereferent des heutigen Chefredakteurs des Kurier Helmut Brandstätter, haben sich aber dann aus der Politik wegbegeben. Was hat Sie an der Politik abgestoßen, dass Sie eigentlich gesagt haben, mit dem will ich eigentlich nichts zu tun haben, ich gehe lieber in die Wissenschaft und in die Wirtschaft, wer erfolgreicher Strafverteidiger. Das war ganz anders. Ich habe einfach damals während des Studiums dieses Angebot bekommen. Das war für mich am Anfang ein Nebenjob für die ÖSU, das glaube ich damals geheißen, oder schon vorher, wir lassen ÖSU, das glaube ich damals, richtig ÖSU hießen wir damals noch, einfach diesen Job zu machen. Für mich war es ein Nebenjob. Ich war immer Werkstudent, muss ich dazu sagen. Ich habe während meines Studiums immer irgendwas gemacht. Im Sommer war ich immer Briefträger. Ich verdanke dieser Tätigkeit wertvolle Erkenntnisse, die ich nicht missen möchte. Zum Beispiel die Erkenntnis, dass diejenigen, die die meisten Gerichtsbrief kriegen, sind in Wien immer im letzten Stock, ohne Lift und Niederhahn. Das war so. Darauf können Sie Gift nehmen. Aber ich hab sehr viel mitgenommen aus der Zeit, weil ich einfach so viel Kontakt hatte, auch mit Briefträgern. Nicht? Und ja, wenn Sie etwa das Buch meines Namensvetters kennen, zu Lasten der Briefträger, dann werden Sie wissen, dass das schon eine... Ja, alles Brandstätter. Jetzt hat er Gott sei Dank endlich auch ein Buch herausgebracht mit dem Titel zur Entlastung der Briefträger. War höchste Zeit, ja, weil so schlecht sind die Briefträger. Naja, verwandt möglicherweise doch. Wir haben, also väterlicherseits gibt es offenbar möglicherweise dieselben Wurzeln, aber ich glaube, übernächste Woche treffen wir einander und da werden wir versuchen, das zu klären, aber ich schätze ihn und seine Bücher sehr, das ist aber schon immer so gewesen. Aber wie gesagt, als Werkstudent war für mich die Möglichkeit, auch in der Hochschulschaft mitzutun, auch die Möglichkeit, halt ein bisschen was dazu zu verdienen mit einer spannenden Tätigkeit und auch dabei was zu lernen, absolut. Und ich habe damals auch diese Publikation betreut, die es damals gab bei den Jungstudenten, und wenn ich mir das heute anschaue, ich meine, wir haben damals zum Beispiel Interviews gemacht mit dem damaligen Justizsprecher Walter Hauser zum Thema Scheidungsreform, mit Exponenten auch der SPÖ zu dem Thema. Das heißt, für mich war es die Chance, das ist schon richtig, erstmals in Kontakt zu kommen, auch mit Politik. Das stimmt schon, aber ich hatte nie den Gedanken, da mich weiter zu engagieren. Das war nie da. Und ja, dann wollte ich eigentlich nach dem Studium wollte ich Richter werden, wie mein Vater auch, aber da war gerade Aufnahmesperre. 1980 war das. Die hat dann einige Jahre gedauert, wie so oft, ja. Und ich hatte dann gleichzeitig das Angebot von der Uni, eine Assistentenstelle anzunehmen. Und als ich dann an die Justiz hätte wechseln können, als die Aufnahmesperre beseitigt war, da war es dann schon 83 und da war es zu spät. Da habe ich schon zu viel Zeit in die Uni investiert und darum bin ich halt Assistent geblieben und habe mich dann 91, muss das gewesen sein, habilitiert, war dann Dozent für Strafrecht und Strafprozessrecht. Und dann kam jenes Gesetz, das mich in Wahrheit erst in die praktische Tätigkeit indirekt gezwungen hat, nämlich eine Novelle zum UOG 1991 unter Buseck, die besagte, dass man an der Uni, an der man sich habilitiert hat, keine Professur bekommen darf, ex lege. Und das war für mich ein Problem, weil Österreich ist ein kleiner Markt und ich habe gewusst, naja,
in Wien hast du habilitiert, du kannst in Wien keine Professur kriegen, außer, und das war die Ausnahmeregelung in diesem Gesetz, ich übe eine mindestens zweijährige fachanschlägige Tätigkeit aus, außerhalb der Uni. Also habe ich mich karenzieren lassen, bin raus aus der Uni, habe dann eine Anwaltskanzlei gesucht, die mich praktisch tätig sein lässt. Wobei zuerst habe ich mir das einfacher machen wollen, ich gebe es ja zu. Zuerst habe ich versucht, im Ministerium unterzukommen in der Logistik, weil ich mir gedacht habe, als Dozent kenne ich mir einigermaßen aus in meinem Fachbereich, vielleicht kann ich in der Logistik andocken. Die hätten das auch durchaus gerne gemacht, nur bin ich dann gescheitert an einem ehernen Grundsatz, den es heute auch noch gibt, nämlich dass im Justizministerium nur Akademiker beschäftigt werden dürfen, die die Ausbildung als Richter oder Staatsanwalt haben, die ich nicht hatte. Damit ist das gescheitert. Es gibt nur eine einzige Ausnahme von diesem eisernen Grundsatz, das ist der Minister. Ja. So gesehen war das war die einzige Chance für mich, in die Justiz zurückzukehren. Und da beschloss ich, Minister zu werden, oder was? Da beschloss ich, Minister zu werden. Aber wissen Sie, es war, und aus heutiger Sicht werden Sie sich das gar nicht vorstellen können, es war sehr schwer, überhaupt eine Stelle zu finden, weil die Anwaltskanzlei haben gesagt, Strafrechtler, so, ich meine, sie haben sich da ausgesprochen, aber Pfui, gar Strafrecht, das machen wir nicht. Jede seriöse Kanzlei hat gesagt, mit Strafrecht wollen wir nichts zu tun haben. Ganz anders als heute, wo sie die ganzen Abteilungen haben für Compliance und Strafrecht und wo das auch offenbar ein sehr lukrativer Geschäftszweig geworden ist. Damals war es furchtbar. Keiner wollte mich nehmen und nur, weil ich eigentlich durch die Hochschülerschaft eben den Dr. Theo Caro sehr gut kannte, der hat mich dann sozusagen hineingepresst in der Kanzlei, in der er tätig war. Ja, und ich musste halt dort werken und natürlich, was macht man, wenn man mit klassischer Strafverteidigung im damaligen Sinn eigentlich gar nicht so viel am Hut hat. Also in geschworenen Verfahren aufzutreten habe ich nie wollen, habe es auch mit Ausnahme von Verfahrenshilfen nie gemacht. Also habe ich versucht, mich zu spezialisieren auf mein Wirtschaftsstrafrecht, das hat es damals auch nicht gegeben. Wir sind Anfang der 90er Jahre. Ich habe mich konzentriert auf Fahrlässigkeitsdelikte. Das war ein gewisser Schwerpunkt, weil Österreich eines der wenigen Länder in Europa ist, wo man für ein Fahrlässigkeitsdelikt auch Gefängnisstrafen bekommen kann. Und aus diesem Schwerpunkt haben sich ergeben dann die Verteidigungsmandate, etwa Gaskatastrophe Wilhelmsburg, dann Kabum, war ganz wichtig. Also eine Zeit lang gab es ja kaum eine große Katastrophe in Österreich, an der ich nicht beteiligt war als Verteidiger. So ist es, ja. Wenn man sich durchliest, also ihre Mandantschaft, also alles, was irgendwie Rang und Namen hat, von Kasachstan, Aliyev über Telekom, Immofinanz, Hypo, überall wurde der Rat des Wolfgang Brandstätter gefragt. Sie müssen irgendwie ein besonderes Talent haben. Ich weiß nicht, ich habe mich einfach immer bemüht, mein Bestes zu geben. Ja. Und wie gesagt, bei den Fahrlässigkeitsdelikten war es mir auch ein Anliegen, weil ich mir schon gedacht habe, dass wir in diesem Bereich sehr starke Elemente einer Erfolgshaftung haben und der Verschuldensgrundsatz, der an sich von Gesetzes wegen hier auch gelten müsste, vielleicht in der Praxis nicht immer so scharf gesehen wird, wie er gesehen werden sollte. Und dann natürlich habe ich auch sehr viel Verwaltungsstrafrecht gemacht, ja, von daher kenne ich diese Fälle auch sehr gut. Und das Wirtschaftsstrafrecht, das hat erst später begonnen, viel später, wo dann die Mandate auch in diesem Bereich entstanden sind. Und ja, aufgrund dieser Entwicklung kam es dann eben auch zu der spezielleren Befassung mit dem Wirtschaftsstrafrecht, wobei ich aber nicht immer der Verteidiger war, ich war oft privatbeteiligten Vertreter, also so gesehen auch auf staatsanwaltschaftlicher Seite. So gesehen habe ich diesen Bereich von allen Seiten her kennengelernt und das hilft mir heute, muss ich schon sagen, ja, durchaus. Ich möchte den Kreis schließen, weil wir uns hier im Kreis von Wirtschaftstreibenden hauptsächlich befinden. Ein Minister mit einem Gehalt von rund 16.000 Euro ist im Vergleich zu manchen Wirtschaftseinkommen ja nicht gewaltig viel. Ist das ein Hindernis, dass die Leute in die Politik wechseln? Allgemein gesagt glaube ich das sehr wohl. Wissen Sie, in meinem Fall war es so, was soll ich Ihnen sagen, ich bin in einem Alter, wo eigentlich ja, vieles sozusagen erledigt ist. Immer die Kinder sind längst aus dem Haus, der Hund ist auch gestorben leider. Das ist ja das Kriterium, einem alten jüdischen Witz zufolge, dafür, dass die Freiheit beginnt. Ich hätte natürlich es mit bequem machen können, eben mit Verteidigungen und der Wirtschaftsuni gemeinsam wahrscheinlich ein relativ gutes und weniger stressiges Leben mit auch höherem Einkommen zu führen. Aber ich habe mir einfach gedacht, das ist eine Chance, auch wirklich selbst mitzugestalten, Dinge, die ich für wichtig halte. Und
Ich habe mir gedacht, vielleicht würde ich später mal bereuen und würde mir dann vielleicht denken, hätte es doch probieren sollen. Und das war schon am Anfang die Bitte eines wirklich jahrzehntelangen Freundes, jenem auch nicht egal sein kann. Des Vizekanzlers. Ja, das muss ich schon sagen. Das ist eine jahrzehntelange Freundschaft, die ist da. Und ja, so gesehen war es einfach eine Konstellation, wo ich mir gedacht habe, ja, das klingt jetzt ein bisschen überhöht und übertrieben, aber ich zitiere vor allem, wenn ich zu tun habe mit Gewerkschaftsvertretern in meinem Bereich, da gibt es immer wieder viele Diskussionen, ja. Da zitiere ich hin und wieder ganz gern den berühmten Satz von John F. Kennedy, frag nicht immer, was der Staat für dich tun kann, frag dich ja manchmal, was du für den Staat tun kannst. Und bisher hat das in der Diskussion mit Gewerkschaftsvertretern durchaus geholfen. Ja. Sie halten es mit John F. Kennedy? In diesen Kontakten, über die ich gerade berichtet habe, jedenfalls, ja. Ich versuche zu überzeugen, sagen wir so, und Überzeugungsarbeit zu leisten. Na, es kommt schon oft vor, dass man sich manchmal denkt, für sich persönlich, da wird halt schon oft auf, ja, um ein geflügeltes Wort zu zitieren, auf sehr, sehr hohem Niveau sehr viel gejammert. Aber letztlich hilft es ja nichts. Ich meine, es kumulieren momentan, und das ist vielleicht auch eine der Ursachen für den Zustand, den Sie richtig konstatiert haben, es kumulieren sehr viele Probleme, die man vielleicht aufgestaut hat in den letzten Jahren. Und jetzt muss man in relativ kurzer Zeit halt relativ viel sanieren. Und ja, wir haben viele Baustellen, die wir sanieren müssen. Wir fahren Baustellen-Slalom, ja, das ist richtig. Und solange man diesen Slalom fährt und nicht auf die Gerade kommt, kriegt man zu wenig Tempo. Das stimmt, ja. Das ist richtig. Sie kommen aus einem Bereich, wo mit Leistung Arbeit und mit Leistung entlohnt wird, sondern auch in der Politik Leistungselemente einführen. Prämien für Minister, besonders erfolgreich. Also ich bin sehr skeptisch, ob das jemals funktionieren kann, weil ich nicht glaube, dass es gelingen wird, hier sozusagen unstrittige Kriterien zu finden. Es gelingt uns ja in Wahrheit nicht einmal bei der Presseförderung, das zu schaffen, ne? Dass es Qualitätskriterien gibt, unbestrittenermaßen, die darüber entscheiden, wer wie viel Unterstützung kriegen soll. Wäre dort nicht auch wichtig, in Wahrheit ist es praktisch nicht lösbar und bei der Politik wäre es in Wahrheit nur problematisch. Also ich glaube nicht, dass das gelingen kann. Ich denke halt, dass eine angemessene Entlohnung für das, was man von einem Politiker zu Recht erwartet, sicherlich etwas ist, was eigentlich auch zum Selbstverständnis und Selbstbewusstsein eines Staates gehören sollte. Aber wie gesagt, ich persönlich beklage mich nicht. Ich habe gewusst, worauf ich mich einlasse und ich mache nach wie vor gern und so ist das. Punkt. Ja. Wenn die Geduld der Wähler bleibt, dann wird die Geduld bis 2018 durchhalten. Welche Bilanz wollen Sie 2018 im Ministerium verlassen? Vielleicht für die nächste Periode? Nein, das kann nicht zu gehen. Nein, da bin ich schon zu alt. Ich sage Ihnen nur ein paar Beispiele. Verfahrensdauer, Zahl der Staatsanwälte, Gefangenenhaft, Euro. Ja, in allen drei Kriterien müssen wir besser werden, das werden wir auch. Also ich möchte schon einfach in diesen Bereichen sagen können, da hast du was zusammengebracht mit deinen Leuten, da haben wir was geschafft und ich glaube, dass das auch gelingen müsste. Also wir arbeiten wirklich hart daran und das, glaube ich, werden wir auch schaffen. Ich meine, wir haben, Sie haben es jetzt zuletzt auch erwähnt, stichwortartig auch im Strafvollzug, viele Dinge, die so nicht bleiben können. Das ist gar keine Frage. Der Strafvollzug ist eine große Baustelle, die uns nahezu täglich beschäftigt. Und da muss sich einiges ändern und da muss sehr viel gemacht werden. Und die wirkliche Kunst ist ja jetzt, trotz der budgetären Engpässe etwas zu erreichen. Und das ist aber oft durchaus etwas ganz Herausforderndes. Ich meine, mit Riesenbudgets im Rücken kann man relativ leicht irgendwas bewirken. Aber in der Situation, in der wir jetzt sind, ist es umso schwieriger, aber vielleicht auch dadurch durchaus reizvoller. Ein konkretes Beispiel, ich bin vor der Notwendigkeit, dass ich aus der Josefstadt 250 Haftplätze freimachen muss, weil es dort Sanierungsarbeiten geben wird nächstes Jahr, die nicht mehr aufgeschoben werden können. Daher fiel ursprünglich unser Auge auf den Hainalser Gürtel und jetzt sind wir so weit, dass wir versuchen, diese Notwendigkeit logistisch zu verknüpfen damit, dass wir gleich die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen dort rausnehmen, auf Dauer. Damit haben wir das erreicht, was wir aufgrund der Sanierungsarbeiten dort machen müssen und können aber dort gleich was Neues beginnen, nämlich ein Jugendkompetenzzentrum und ein neues Jugendgefängnis. Also das sind die Dinge, die dann vielleicht als Ideen auch durchaus geboren werden aus budgetären Nöten. Und wissen Sie, ich bin ja, wie viele Jahre ist denn das jetzt? Seit 1979 im Bundesdienst, ja, im universitären Bereich, vorher als Briefträger schon, aber da hatten wir die Budgetprobleme. Aber
Ich meine, wenn man so lange Erfahrung im Bundesdienst hat, über 30 Jahre, dann ist man den Umgang mit Mangelwirtschaft wirklich gewöhnt und das hilft dann. Okay, lassen Sie mich eine provokante Schlussfrage stellen. Karl-Heinz Grasser wird 2018 entweder mit Blech Maischberger sitzen oder glücklich mit Fiona leben? Sie wissen natürlich sehr gut, dass ich über konkrete anhängige Fälle überhaupt nichts sagen darf. Nicht einmal was Spekulatives. Aber das Verfahren wird abgeschlossen, dann wieder vor. Davon gehe ich aus, ja. Davon gehe ich schon aus. Weil das würde schon so eine Verfahrensdauer haben, die jedenfalls ein Ausmaß erreicht, von dem ich meine, dass es sehr enttäuschend wäre, wenn es da nicht zu einem im Wesentlichen abschließenden Ergebnis käme. Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß auch im Detail nicht, wie weit das Verfahren jetzt ist und kann dazu auch nichts sagen. Okay, dann danke ich vielmals im Namen auch der hier Anwesenden. Und aus einem Kamingespräch wurde ein Kamingespräch mit ernsthaften Elementen. Wir schlagen Ihnen.